Bezeichner dienen zur Benennung von deklarierten Einheiten und Labeln. Das sind beispielsweise Klassen, Variablen und Prozeduren. Denen muss man Namen geben. Und das erfolgt durch die Vergabe von Bezeichnern. Bezeichner beginnen in Java und der Hamstersprache immer mit einem Buchstaben, einem Unterstrich oder einem Dollarzeichen. Bezeichner können prinzipiell beliebig lang sein. Nach diesem beginnenden Zeichen können anschließend folgen Buchstaben, Ziffern, Unterstriche und Dollarzeichen. Wie bereits gesagt, möglichst keine Umlaute verwenden und auch kein SZ, weil bestimmte Betriebssysteme damit Probleme haben können. Beispiele für gültige Bezeichner sind Katze oder Kätzchen, hier habe ich mal das Ä in AE umgewandelt, oder Unterstrich Zahl oder Dollar, More Unterstrich Money, Dollar. Diese Bezeichner sind gültig bezüglich dieser Regeln.